Und dann gucken wir hier oben mal. Ah, na, sieh mal eine an. Pass auf! Okay. Wow, wow, wow. Wow. Was für eine Körperbeherrschung. Der Bogen ist ganz nice, aber irgendwie, ich weiß nicht, Nahkampf macht mir irgendwie, ist irgendwie befriedigender. Ich weiß, wie ich sagen soll. Ist irgendwie so, merkt man einfach mehr. Ja, ist schon vorbei. Auch wenn der Bogen halt wirklich, der macht halt gut Damage, ne? Mal gucken, was wir da im Nahkampf vielleicht nochmal kriegen. So ein Nahkampfding mit 400 Schaden. Wenn ich da was finden würde, da wäre ich direkt mit dabei. So. Oh, hier ist aber schön. Ach, hier. Der Quell des Lebens. Apollinaris. Apolloharis. Ist da, geht's da rein? Nee, ne? Da geht's auch nicht rein, ne? Wäre eigentlich ein schöner Ort für eine Secret-Höhle gewesen. So irgendwo über dem Lava. Lava. Lava-Ausfluss ist das, was ich hier gerade mache. Sag mal. Das hier ist, glaube ich, nicht der normale Weg zur Burg, ne? Da unten sehe ich noch so einen scheiß Gockel, aber das ist mir gerade egal. So, lass mal schauen. Wir hatten letztes Mal hatten wir hier eine Menge Häscher. Und dieses Mal. Auch. Als ob. Boah, voll in den Sack. Voll in den Sack. Na klar war der wütend. Natürlich war der wütend. Das war nicht die feine englische Art gerade. Und er hat ja da auch nur noch Genitalfalten. Da ist ja sonst nichts mehr. Durch die Mutation. Da wäre ich halt auch wütend. Du alte Genitalfalte. So, hier war sonst aber nichts. Wir waren ja auch überall schon, ne? Wir waren auch... Okay, cool. Wir waren ja schon überall. Okay. Bin stolz auf Vergangenheitsgronk. Hier war ich auch schon mit der Brille, das heißt, hier wird wahrscheinlich nicht mehr viel Stuff sein. Was das für eine scheiß Arbeit gewesen sein muss, diese ganzen Steine hier zu Mauern aufzuschieben. Ja, da sagst du was. Frag mich, ob die wohl damals Roboter hatten, die das für sie erledigt haben. Auf, wo du hinläufst. Ja, ja. Vor dem hatte ich damals Schiss. Aber heute nicht mehr. Vielleicht sollte ich es noch haben, aber vielleicht wäre das gesünder für mich. Hier waren wir schon. Da mische ich mit. Also wir werden auf jeden Fall Pfeile brauchen dafür, ne? Wenn das weiter so geht. Sechsmal Elex, naja, ist jetzt nicht so... Also sechsmal Elex ist cool, aber... Dachte, wir reißen ihm vielleicht auch mal ein bisschen Muskelstränge aus dem Körper oder noch die Augen aus dem Kopf oder irgendwie sowas, was man halt normalerweise so macht als... als Held im Rollenspiel. Ja, bei der Körperteilverwertung von Feinden.
Die müssen ja auch zu was taugen. Wir müssen noch Abbitte leisten. Als Ersatzteillager. Als Lebendes. Oh, hallo, mein Freund. Wow. Okay, das ist halt echt ein bisschen... Wow. Das weiß ich nicht. Das ist schon sehr leicht. So. Vielen Dank. Stachelkeule. So, hier sollen wir irgendwie Nahrung, ne? Nahrungsergänzungsmittel sollen wir dem hier hinzufügen. Auf den Tisch. So, hier gibt's einen Tisch. Hier sollte es eigentlich... Ach, auf den Tisch hier vielleicht. Ja. Das sollte reichen. Lecker. Nicht so laut. So, wir müssen noch nach oben irgendwo. Wie die nach oben kommen, kann uns egal sein, ne? Ich habe ein bisschen Bammel, wenn wir den Köder auslegen. Ach, das ist das Haus hier wieder. Ich habe ein bisschen Bammel, wenn wir den Köder auslegen, dass die gleich sofort kommen. Das sollte reichen. Also nach dem dritten Köder, dass dann sofort losgeht. Oh Gott, am Baum! Diese blöden Bäume. Toll. Beweg dich doch nicht. Ab in die Niere. Das ist aber kein Hash. Warte mal, nur großer Zahn? Der hat nur zwei große Zähne. Was für eine Verschwendung. Was für eine Ressourcenverschwendung. Außer wenn ich dauernd R für Reload drücken, aber irgendwie... So, letzter Tisch. Mal gucken, was passiert. Wir können auch einfach weglaufen, ne? Geht auch. So, das war alles. Ich sollte zurück zu Alcea gehen. Okay, passiert nichts. Dann war das beim zweiten wahrscheinlich das, was passieren sollte. Na gut, dann hinfort mit uns. Die haben wir auch schon leer, ne? Ja, super Vergangenheitsgrund. Bin stolz auf dich. Bist gar nicht so scheiße, wie alle sagen. So. Dann nehme ich mit. Ein Blümchen für den Weltfrieden. So, und eins da drüben, um ihn wieder aufzuheben. Yin und Yang. Hier schon, ja, ne? Ja, hier riecht alles noch. Nach uns. Ich sehe eine Kiste, aber keine lootbaren Items. Das heißt, wir waren hier schon. Ja, natürlich. Warte, war das noch eine Truhe? Ja, aber nicht für uns. Okay. Gut, dann müssen wir nochmal... Wir müssen zurück zur Lehrerin. Da drüben residiert die Dame. Ich wollte nicht in Lava stürzen. Finde ich generell uncool. Man muss ja nicht jeden Hype mitmachen. So, da unten waren wir auch schon drin. Jetzt müssen wir irgendwie nach da oben, ne? So, einmal den hier. Achso. So,
Und weil ich die Stadt nicht auswendig kenne, mache ich nochmal schnell Lernmaterial. Kurz mal den wieder. Ah, das war wieder. Und schon sind wir wieder da. Bim bam bum. Einmal rein, einmal rum. Wo ist sie denn? Da sitzt sie. Guten Tag, gnädigste. Folgendes. Wegen der Mutanten. Ich habe die Elex-Köder ausgelegt. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt nur noch warten, bis sie gefressen wurden und sich das Kontrastmittel in ihren Körpern verbreitet hat. Ich kann dir allerdings nicht sagen, wie lange das dauert. Auch nicht schon wieder. Askeel wird wissen, wie lange die Verbreitung braucht. Ich werde Rücksprache mit ihm halten. Ich gebe dir dann Bescheid, wenn du die Häscher ernten kannst. Ernten ist ein schönes Wort, mag ich gerne. Oh, sie kam mir gerade so nah. So nah. Lasst euch so nicht von euren Gefühlen verführen. Nein. Sie locken euch. Ja. Haltet sie unter Kontrolle. Ja. Erinnert euch an die Berechnungen. Es ist Frühling, ich bin geil, aber ich halte es zurück. Okay. Die Berechnungen, ich denke an die Berechnungen. Okay. So, dann haben wir das erstmal, Lernmaterial, da müssen wir irgendwann mal zurück. Die beiden, wie gesagt, die fallen weg. Attilas Prüfung haben wir gerade erst gemacht. Das hier, keine Ahnung, wo wir das herkriegen. Und dann bleiben wir nur noch, dann sind schon wieder die Gefährtenquests dran. Die anderen, auf den anderen ist überall ein Timer drauf, da kann ich nichts machen. Und ich würde wahnsinnig gerne, oh, wir brauchen Bergtrolle. Gibt es eine Map zu Elex 2, wo ich gucken kann, wo es die Bergtrolle gibt? Die würde ich wahnsinnig gerne in Anspruch nehmen. So, Bulli, du bleibst mal hier, ne? Wir haben auch echt viel Spaß gehabt. Hier. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Mach ich. So, mal gucken, wann er wieder angerannt kommt. Für die nächste Quest. Crony, hast du wieder was Neues? Nein? Erstaunlich. Warte mal. Ja, ich finde, ich bin nasty. Ich will nicht mit nasty rumlaufen. Ich will nicht mit nasty rumlaufen. Ich mag nasty überhaupt nicht mehr in diesem Teil. Gut, alles klar, komm. Mitkommen. Gut. Sind die Kerle in Ignadon auch so wie damals im Eispalast? Die Alps haben viele Federn lassen müssen nach ihrem Krieg gegen die freien Menschen. Sie haben eine Menge dazugelernt. So, erstmal wieder mit kleinen Scheißer reden. Dex? Ja, Vater? Ich hoffe. Ja. Ja. Spitze. Mega lieb, aber es sind immer die gleichen Gespräche. Trotzdem bestehe ich drauf, dass wir, ne, und so. So. Hier sind Berge. Da ist eine scheiß Libelle. Kein Bergtroll. Wie sollen wir denn davon 15 zusammenkriegen? Glaubst du denn an diesen Gott der Morkons? Ist es wichtig, woran ich glaube? Die Morkons packen an und bringen die Dinge voran. Das ist alles, was zählt. Alles, was ich von ihnen erwarte. Sag mal. Mach doch mal bitte. Okay, die sind schwieriger zu treffen, muss ich mehr üben. Ich habe gerade ganz vergessen, dass ich den Bogen ausgerüstet habe. Ich wollte gerade den üblichen Schlag machen, den Knüppelschlag im Flug. Okay. Da kommt ein fucking Frosch. Das Scheißvieh sucht Ärger. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Der Bogen ist super.
zumindest gegen... Wenn die Alps so schlau sind, warum hauen sie da nicht ab? Sie sitzen auf einem Pulverfass in Ignadon. Nicht alle Alps sind dazu bereit. Sie wollen ihr neu erobertes Territorium nicht einfach wieder aufgeben. So. Was war das denn? Bergtrolle. Bergtrolle. Ganze Land übrigens. Wie fühlt sich das an, nicht mehr die Nummer 1 der Alps zu sein? Ich musste schmerzlich feststellen, dass ich nie wirklich Herr der Lage am Hofe des Eispalastes war. Seitdem hat sich daran wenig geändert. Das muss ja nicht so bleiben. Versucht ihr mir gerade was einzureden? So. Ah, was ist das? Ach, hier waren wir schon mal. Okay. Weiter geht's. Hab extra mal einen Fußweg gemacht. Ich weiß, wir machen sonst mal schnell Reise und das geht auch sehr schön zügig voran. Aber ich dachte, vielleicht treffen wir unterwegs. Ich bin immer noch verzweifelt. Ich habe immer noch Bergtrolle. Ich will diese Bergtrolle. Da oben gibt es auch 100 pro welche. Oder vielleicht einen. Hä? Was? Wo kam der denn her? Naja, ich höre dich, aber wo bist du denn? Jetzt geh doch nicht... Sag mal, willst du mich verarschen? Spielt ihr Verstecken mit mir? So, dankeschön. Zwei rohes Fleisch. Okay, bei denen ist es schwieriger, glaube ich. Automatisch geschossen war ich nicht. Ich wollte ihn noch halten. Dummer Frosch. So, hier muss es doch einfach... Hier muss es doch einfach. Was kommt denn jetzt schon wieder? Ach, ein Verseuchter. Nasty, bist du verseucht? Verseuchter wütend, aber wo? Ah, der ist im Fels. Der Verseuchte ist sehr wütend, weil er im Fels ist. Okay. Oh nein. Ja, okay. So, dankeschön. Sie hat gesagt, zusammen schaffen wir das und sie hat an Teamwork appelliert. Das fand ich irgendwie schön. Ich bin da gerade nicht getroffen in der Luft. So, hier sieht es irgendwie special aus, ne? Ja, Nasty, zusammen schaffen wir das. Mhm. Danke für nichts. So, einmal dunkles Elix. Hier sieht es irgendwie besonders aus. Unabhängig vom Bergtroll oder was auch immer. Oh ne, 6 war das, ne? Da will jemand Ärger. Zusammen schaffen wir das. Okay. Mhm.
Irgendwie ist hier sehr schön. Auch mit den Möwen, die hier sitzen und so. Weiß nicht warum. Okay. Ja, nein. Schwein gehabt. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Okay, nasty, okay. Netter Effekt. Oh, Scheiße. Ja, geht schon. So, meine Bremsrakete hat sich aber nicht gezündet, ne? Ach, das ist das Gelände. Okay, ich weiß gar nicht, wieso gehe ich hier hoch? Wahrscheinlich war das können, ne? Wir gehen gleich zu den Alps. Oh, schön von hier aus. Okay, muss ich leider mal kurz erforschen. Huch! Hier war die Sonne ausgeknipst. So, hat sich gelohnt. Hä? Oh, warte. Das ist keine gute Idee. Das ist ja cool hier oben. Mit diesem Riesen... Musstest du uns ausgerechnet hierher führen? Wenn du frische Luft brauchst, nimm zur Abwechslung mal ein Bad. Okay, was ist mit dem Typen passiert? Das hier ist voll der geile Punkt für so ein Aussichtsfeuer, ne? Da drüben das zweite Aussichtsfeuer. Wenn Angreifer kommen, wird das gezündet. So, aber das ist... Oh, das ist schon nice. Das ist schon cool. Ich wünsche dir, wer einen Schlaf sagt, dass man mal kurz irgendwie bis Mittag schlafen kann oder so. Damit man das bei aller Pracht sieht. Ich meine, so ist natürlich auch cool. Da sieht sogar das Drecksloch von den Outlaws gut aus. Man glaubt es gar nicht. Irgendwann gehen wir da oben auf den Berg. Oder da oben. Irgendwann werden wir über alle Berge. Ups. Wollt mal kurz zur Antenne und dann düsen wir aber zum Questziel. Bergtrolle sehe ich aber keine. Hab extra die Augen offen gehalten, aber kein einziger Bergtroll. Warum kitzelt meine Hand so? Das Einzige, was ich kriege, ist das da. Naja. Waren wir ja schon? Ich höre doch noch was. Sucht Ärger. Ja, nö, nicht mehr. So. Ja, ich glaube hier war. Oder? Ich weiß nicht. Huch! Was hat sich denn gerade ver. Oh, meine Tastatur ist weg. Hilfe! Hilfe? Meine Tastatur hat sich gerade verabschiedet. Warum? Ich kann nicht mal aufhören zu rennen. Hilfe! Ich kann nur mit der Maus machen. Was ist los? Warte mal. So, bleib mal bitte da. Ich. Mist, ich kann auch nicht Escape drücken. Hä? Warum auf einmal? Ich bin gleich wieder da. Moment. So, ich hoffe, die bleibt jetzt. Ne. Hä? Die Tastatur ist wieder da, aber ich höre nicht mehr auf zu laufen. Und zu fliegen. Ich kann nicht mehr aufhören zu laufen. WASD, nichts funktioniert mehr. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Um Gottes Willen, was war das denn gerade?
Wo kommen die alle her? Da will jemand Ärger. So, ich hoffe, das bleibt jetzt mit... Wo ist denn das Haus? Ich weiß gar nicht, wo ich langgelaufen bin. Da. Das war ja weird. Okay. Bin gerade noch automatisch gerannt. Aber mit einmal Shift W ging es dann wieder. Das war ja super merkwürdig. Okay. Na gut, shit happens. Oh. Ach so. So ist das also. Okay, wir gucken gleich mal nach Herbert. Den Herbert, da ist der Herbert wieder. So, 2, 5, 4, 6. Nein, okay. Dann 4, 7, 2, 9. Ach. Geht doch. Noch ein Erlöser. Ach was. Okay. Bremsraketen, danke schön. Und weißt du was? Ich schlafe mal ganz kurz bis zum nächsten Morgen. War gerade sehr schön natürlich, alles mit der Abendsonne und so, aber wir brauchen natürlich ein bisschen Licht auch. Na schön. Ja. Wir werden sehen. Ja, Herbert! Willkommen im Orbit, mein Freund. Wie cool! Du siehst so aus, als wärst du weit gereist. Mhm. Hier, eine kleine Erfrischung für dich. Der ist so nett. Hä? Bist du zu jedem, der hier reinkommt, so freundlich? Die meisten Reisenden sind rastlos und misstrauisch. Eine kleine Geste macht da häufig schon den Unterschied. Ich betreibe bereits seit Jahren diese Radiostation und erzähle den Menschen Neuigkeiten. Da ist es schön, wenn mal jemand hereinkommt und Hallo sagt. Ein bisschen grau geworden, der Herbert, wa? Gehörst du nicht zu den Klerikern? In der Tat, das tue ich. Lange Zeit habe ich es als meine Aufgabe angesehen, neue Mitglieder zu rekrutieren. Mittlerweile ist jedoch meine Hauptaufgabe, die Menschen vor den Bedrohungen Magallans zu warnen. Mhm. Wir sitzen schließlich irgendwie alle in einem Boot, nicht wahr? Ja, das stimmt natürlich. Warum befindet sich deine Station hier am Rand von Arteris? Früher war ich eine Zeit lang am Großen Damm stationiert. Leider wurde meine alte Station von Mutanten überrannt. Mhm. Also suchte ich mir einen Ort, an dem ich eine möglichst große Reichweite habe. Da bin ich vor einigen Jahren auf diesen Berg gestoßen. Und so ist mein zweiter Orbit entstanden. Ich meine, ist auf jeden Fall wohnlicher als der Damm, aber Mutanten beim Damm, der war so weit draußen. Hätte er vermutet vielleicht, dass die Alps, ne, weil damals Elix 1 und so, dass die da vielleicht irgendwas gemacht haben oder so, weiß nicht. Was gibt es für Neuigkeiten? Du bist sicher gerade auf einem neueren Stand als ich. Ich muss immer eine Weile auf Nachrichten von meinen Brüdern und Schwestern warten. Die Bedrohung der Mutanten ist jedoch immer aktuell. Im Norden soll es besonders gefährlich sein. Geh dort besser nur gut bewaffnet hin. Ah, sehr gut. Ja, das wollte ich hören. Danke, Herbert. Tschüss, Herbert. Vielen Dank, Herbert. Ciao, Herbert. Mach's gut, Herbert. Toll, Herbert. So. Wir gehen jetzt mal doch grob in die Richtung von da, wo wir eigentlich hin wollten. Ich lasse mich vielleicht manchmal ein bisschen ablenken. Ja, waren hier nicht noch Viecher? Waren hier nicht noch Viecher? Ich habe gesehen, dass hier noch Viecher waren. Okay. Perfekter Ort für einen Bergtroll. Aber wir kommen jetzt eher in Richtung... Junge! Mein Kopf! Ach, ein Urtier. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge. Ah!
Ernsthaft? So. Ja, Urtiere gibt's viele. Ich dachte, das wäre, naja, schade. Wie ärgerlich.